Herzlich willkommen zu einer weiteren FC Gallen Karriere. Schaut gerade rein. Wenn ihr hier was zuhört, dann haben wir unter anderem den Luca Kohler gekauft. Für 5 Scout. Und wenn ihr auch noch ein LV gekauft, weil ich finde, auf der linken Position her, habe ich was zuhört. Dann haben wir nur 3 Spieler. Wer die Lücke nicht auskauft, ist unser Mandil. Mit Tempo und Schuss. Also sehr gut unterstützen. Wird das Spiel, nach dem Gegner verdutzt, mal als Subs hier so. Rüsselbank, der Zuständig vom FC verdutzt. Thema ist das treffsicherste Team. Thema und eBay mit 10 Goal. Platz Nummer 1. Zuständig vom FC verdutzt. Die spielen mit der Drüre, die wir spielen sind. Einer Frick, der Trainer vom FC verdutzt. Im Goal sind die Benjamin Büchel, den der Gaston Schmid und Rami. Im IV, den Wesler, Brunner und Popkovic im TM und den Gesudo. Und der Sutter ist der Sturm. Wir haben nicht viel Wechsel gemacht, das letzte Spiel. Zegiri Cabals, Dergio Lothar Muheim, ist IV, der eigentlich meistens selbst ist. Den Kindia, Gördler, Stillhardt und der Ruiz. Und schon immer am Sturm mit dem Adamo zusammen. Und ein Anstoß für den FC Vaduz. Dort versucht das Spiel wirklich schnell und gut zu gestalten. Das ist auch gerade schon die erste mit 68 Minuten. Am Schluss die erste Chance kommt. Weser oder Licht gestoppt wird von uns. Kann man jetzt auf einen Konter starten. Adamo leitet ab, Schülemann. Setzt sich da durch. Schülemann. Immer leider auf Lauf. Schuss, Büchel. Schuss, nochmal Büchel. Und dann der Ruiz. Und nicht ganz zum Schuss bekommt. Der Rami. Der Rami, ein Badachosch, wie der genau heißt. Den erneut. Bis zum Heimschaft mit dem Konto da, Wei oder Visa. Schöne Ball auf der Obexa, wo ihr neuerdings kommst von eBay gekauft, ausleitet, ist mir nicht so genau. Obexa, wir haben den Ball mit dem Muheim und dem Popkovic. Popkovic macht ihn! 1-0! Verdutz! Richtig unnötiges Goal da für den FC Verdutz. Der Ball hat richtig von Klerik mit Muheim. 1-0! Verdutz! Boris Popkovic macht das 1-0. Dann kommt wieder der Brunel, der den Ball zurückholt. Santin, jetzt hat das Spiel den schönen Doppelpass auf den Popkovic, der hat noch den Ball wieder ab. Santin, der hat einen Doppelpass. Frank Rund, Gusto, der den Ball nicht sich annimmt und wir haben nochmal geklärt zum Capral, zum Gindia. Aber Gaston steht da mal im Weg. Obexa Brunel. Popkovic, wieder zum Brunel. Steht der Ballura zum Wieser und Ballura zum Sutter und Sutter ganz frei und Sutter macht ihn! 2-0! Ach, 13 Minuten. Was ist denn da los? Die Abwehr nicht gut. Nicht gut, wie sie da steht. Auch Ziggy eher kann den Ball nicht irgendwie noch wegfuschen oder sowas. Also. Ja. Heftiger Rückschlag für uns. 2-0. Wir haben hier wieder mit dem Angriff lange Ball gerade zum schönen Mann. Was auch zu machen, aber klappt nicht. Wieder, Verdutz. Wieser, Sutter, die Gusto hat den Ball jetzt wieder steil ab auf den Sutter. Der hat nur noch zwei Verteidiger auf sich, aber der macht halt richtig stark. Und die Gusto immer zum Brunel und der haut wieder rein. Da geht's doch nicht. 3-0. Da geht's nicht. 3-0. Noch knapp eine halbe Stunde. Wie heftig geht der letzte, geht der Aufstieg ab, bis der letzte Partie hat, der ist immer eine Fläche. Nun im Rückstand sie, durch den Brunel. Ja, echt übers, in alles was am Anfang und Turnier gemacht hat. Jetzt sind wir drinnen im Rückstand, also harter Rückschlag für uns. Dann fällt was für uns, wieder Sutter, Brunel, Sutter, und dann der Di Gusto. Und was soll ich schicken, aber das klappt leider nicht. Da machen wir Ball irgendwie richtig Kläre. Und es macht Druck und der Brunel, die Gusto hat Ball zurück, den Sutter, oh, Schüss und Ziggy. Aber ich schlafe mit Ziggy. Wieder richtig schwach für die Dick, da steht einfach keine. Richtig schwach. Ja, da steht Abstand, das sehen wir nur selbst verdutzt. Wenn du gar was gemacht, nämlich der schöne Mann rausgegangen und der Bubaka Traoré von Knie oben das sehen. Ja, wir hoffen mal, dass es auch nicht noch gegen Führer ein bisschen mehr kommt. Nur mehr kommen, 3-0. Er wäre total in der Lage.
Ed Stillhart, Walfer J, Hindia, Görtler, Adamo, den Traoré, Buaka Traoré, der Chance, der Schuss war gut, aber der Goli, der Bücher hebt den Ball. Erklärt mir zur Zeit, ist halt so Ecke. Ich lasse auch gerade an, die Ecke kommt, richtig Görtler, weil nicht richtig Goli bin, aber der Hindia hebt den Ball noch. Also Sergio, der führt zum Görtler, Görtler mit Adamo im Spiel. Adamo tänzt das durch, nicht gesehen, Elfmeter. Elfmeter. Für zu wenig, finde ich, für nichts. Ja, das ist der Wetterschütze, der Viktor aus dem Sorg nach gefunden hat. Versucht noch in linke Gabe zu zielen. Das war richtig wichtig, das 3-1. Und er verschießt den! Er verschießt den! Er verschießt den! Traurig! Er verschießt den! Nein, da geht's doch nicht! Immer drin, Trainer rasche Ball los, da geht's nicht! Wenn du schaust, dann machst du 3-1 nicht! Der Wessel ist die erste Niederlage der Saison. Geht's jetzt sie? Oh, jetzt kommt noch ein Ball zurück. Den Bubba. Und sehr gut gefällt doch die Wessel. Okay. Hat ein sehr gutes Spiel. Ruiz. Bubba. Bubba wird dort zu dem Ball, aber eben seinen Konto, aber schon mal definitiv verlaufe ich da richtig stabil. Ja, stabil ist wirklich was anderes, kann ich ganz sagen, aber doch, ich kann jetzt halt zurück, wenn ich. Also, ich spiele meine Gegner schon mal dazu an sich fast keine Chance mehr. Aber ich bin sicher, ich bin stabil. In der Görtler, der zum Adamo, 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 lauf, 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 Nina! Dreis! Ist das hoffentlich noch da für uns? Hoffentlich noch da für 3-1 jetzt nur noch. Adamo Junior haut in der Rechte, diesen linken Ecke hoch, die hat sie. Check, ach, ja Adamo. Fünfte Saison Goal. Etwas gibt es am Wechsel, mit dem vorher gekauften Spieler, der Mendil, und noch innen für den Oxys Kapal, den ich eben wenig gesehen habe. Auch der steht aber Gast, das hat er haben geschafft. Popkovic wird er dann Ball in den Stil haut. Auf den Ball A zum Traoré. Traoré trippelt da sicher ein bisschen. Dura lässt mal schön ab auf der Damo. Oben dran der freistehende Stil haut. Der hat zum Damo und der Latte. Das ist auch noch das Pech gewesen im Spiel. Hat er schon von Adamo Junior. Jetzt ein Konto. Wieso? Oh, Pixar. Gegen Dura zum Di Gusto. Mit dem war der Freispieler Sutter, seht ihr auch, Sutter. Und dann Sutter den Ball, Sutter. Oh, verziert zum Glück. Wo er Glück fühlt, ist jetzt 40, sehr gerne mit 4-1. Und jetzt sieht vor allem, ist dann schon vorbei, außer drüber, also geht es schon mal voll, ne? Görtler, zum Kindia, der Abplatz mal Adamo, dann machen wir noch Adamo, Junior, nein. Der Ball ab zum Traoré, und da ist der Bügel am Ball. Ich würde auf Adamo und den Bubba zu zentral schossen. Ja, Koulibaly, oder der Ball, Görtler, Kindia, Traoré, Adamo gefault! Jetzt war eine ganz falsche Situation, da kann Karte geben, da noch, also bis jetzt nicht, hätte keine Karte gegeben. Und der falsche Tippeton für den Kindia. Und der Kindia schießt, aber der Bücher lebt ihn. Ja, an sich war es unmöglich, ich hätte mal eine offensive Power gemacht. Das ist also offensiv stellbar, Gott, eigentlich. Und dann haben wir es durch ein, wenn es durch zwei noch kommt von der 90. Minute, eine Hoffnung, Adamo gewinnt den Ball durch die schöne Annahme vom Basti Schiller, aber hinhaut! 3-2! Jawohl! Schön, der schöne Balken von Schillert noch haut noch schön inne. 3-2 nun. Ich hab's jetzt erstens besser geholt. Vom Basil Stillhaut. Ja, jetzt haben wir noch, haben wir die Hoffnung da. Ich war gerade mit auch die letzten paar Minuten noch, wo es noch gibt. Die Partie wird spannend. Ist spannend worden durch der 3-2. So, du bist aber drauf. Ja, aber das ist noch mal noch.
verdutzt im Angriff, Santin. Und da macht er jetzt den Ziegenball im Knuf. Dann schaut er wieder ab zum Stillhaut. Der dann zum Quintilla, der Quintilla, der hat aber den Mendil. Ja, und der hat Tempo noch sehen. Mendil, aber Mendil auf Tour. Da muss jetzt Mendil, Mendil, muss machen, letzte Chance, letzte Chance. Mendil, er macht Zähne, Mendil. Da geht's doch nicht. Was tut da dort? Du nur Pause, tu drü. Mendil ist neu mal. Der Sapma und inne, achtet inne, drü zum Eis. Wie geil. Richtig, richtig geil, wenn jemand zum Schnellsten Ball im ersten Spiel Riesenmod ist. Ja, was seid ihr auch? Spiel endet dann auch 2, das heißt 3 zu 3. Das ist ja ein Bachpassiert, nämlich, ich will das Spiel gegen Lugano spielen. Da ist ein abwendiges Fehler gekommen. Da wird sich auf das Spiel simuliert. Spiel immer 3-1 gewonnen. Dann haben wir uns auch ein ZM gekauft, weil ich finde im ZM immer noch ein bisschen so, ja, ein bisschen schwächer. Ne? Zumindest der Mac Eschran. Von Chelsea leider, der kauft das noch über das Geld, da wird leider nicht gehabt. Ich weiß nicht, mit 48 wie viel hat er gehabt, ja. Kommen wir zum nächsten Spiel gegen IB. Das ist mal wirklich, dass wir da einen neuen Zugang gehabt. Michael Epschau jetzt gekauft, Twist, manche IB, so wie immer. Heftiger als der Lussenberger und Lüffel, der IB, und Salamani, Epschau, Martin und Fasnacht im Mittelfeld. Und Stürmer haben dort das Sibachö und der Jean-Pierre Sammy. Wir mit Grüversi, das nächste Spiel. Anderen Spiel der Tira Super für der Ruiz. Kaporal rausgegangen und der Kohl ist mal drin. Ich muss dann der Schüler mal rausgegangen, wie der Eli Jur. Wie der Standardmesser dabei ist, ist der Stilhardt, Quintilla, Gratler und Sergio und Muheim. Und Sigi halt immer. Anstoß vom BSC IB. Hoffball Hund und. Diese Chance für IB. Und der Sipacü ist, glaube ich, sie. Wir sind immer schön gewesen. Wenn man da einen Aufbau schaut, wieder lange bei der Führer noch verkackt irgendwie, Ziggy. Jetzt lebe ich auch den Ball zurück zum Sibachö, der zum Fasnacht und der zum Ensami und da ist der Ball drin. 1 zu 0. Schnell geht's, zack, bumm, bang, 1 zu 0. Ensami. Ich hoffe, jetzt Ziggy. Irgendwas mal zappieren. Ja, wie immer. Bei Sego hast du gegen Verdutzung für Sego bekommen. Wenn man dann aufbaut, startet jedoch der Grassierer dazwischen, meine ich. Sibachö. Warte, das Gibling. Sibachö hat irgendwo Bier, alle von uns. In der Epischau. Epischau. Mit dem Pass für den Champions Armee. Und der macht seine. Bitter. 0-2-0 schon. Noch gerade mal gespielt, jetzt 6 Minuten. Bis also 11 Minuten. Also leider mal 11-2-0. Haha, bitter, unnötig! 2-0. Jetzt haben wir jetzt im 4. Saison Goal, das hätte ich nicht gemacht. Wie man da noch nicht so on the flow. Martins, der war dafür, dem Stipat schön, mal bald bin von uns. Ich mal Aki starten, Eliur, Adamu, da ist schneller als die anderen. Adamu, macht Zine! 2-1, jawohl! Adamo mit 7, nächster Goal. Da ist glaube ich schon das 6. 7. Goal. 7. Goal schon. Jetzt haben wir den Ball gewinnen. Noch 20 knapp 20 Minuten jetzt gespielt. Der Ball wird zum Jurop, der Jura am Ball. Jura unter der Tore. Eli Jura. Seht ihr in der Mitte? Niemand versucht den Abschluss. Aber dann Unfall die Tira super zum Muheim. Muheim hat ein Glück zum Stillhardt. Der Ballverlust. Aber schnell kämpft der Ball wieder ganz zurück. Und dann gesehen, Adamu. Über der Jua. Jua. Dann schnell zurück zum Quintilla. Der zum Tira super. Der hat auch mal die Führung mit dem Ball. Der Jua. Jua zum Tira super. Und der haut in den Winkel, oder? Ja, Mann. Faust ins Facecamchen. 2-2!
Digga, super, was für ein Schuss. Was für der Schuss kommt für das Tor des Monats. Man kann nominieren. Der Schuss wirklich traumhaft schön im Winkel geschossen. Die Träume gehört auch viel lieber als die von Ibe. Das erste Goal ist der Taxi. Ja, und den kurz eine Pause, das heißt aber IB, weil vor allem jetzt einfach wenig Chance geht, der Partie. Am Anfang viel, noch ein wenig. Dann mal der Ball, Ebischer, der hat aber zum Soleimani, Soleimani, der Chance und Ziegen nochmal dran. Den Eckball gibt es eine Chance für IB, jo, Luxemburger. Noch irgendwie ein Banane, dachte ich, für den Trockenball, damit er nicht irgendwie richtig das Goal bringen, haben wir gesehen. Ja. Du bist eh auch ein bisschen weg, als wüsste du irgendwas. Zweiter Abschnitt. Wird der IB wirklich schnell auf 2 zu 3 oder 3 zu 2. Ja, war Gott, wenn Gott wirklich der gewisse Ballhütte am Anfang vor der Halbzeit immer so. Epischer, und der macht er doch noch! Ja, da kann man noch die traumhafte Träume von IB. Muss nicht sein, der Goal. Muss nicht sein. Der Ziggy da, ja, mit keiner Chance. Ich will jetzt direkt selber selber hoch, weil er einfach schwach verteidigt ist. Den IB jetzt nicht mehr so im Defensivmodus, also nicht mehr für den IB als Defensivmodus drin. Nach dem Motto, ja, ich würde 3-2 da ein Ziel bringen, aber Gegensatz, oder offensichtlich noch mal was bringen. Fasnacht zum Sipacho, der zum Ensamee mit dem Schuss. Aber am 2. Meter am Goal vorbei. In der Fasnacht, berechtigte Seite Fasnacht. Da zieht er mit dir ab. Er hat jetzt den Ball ab zum Elia, zum Laupe und der zieht einmal zur Stelle. Jetzt findest du auch mal einen Konter für uns. Du hast die Mutter, schöne Ball, Papic, aber ich weiß nicht, wo er ist. Papic und da ist noch der Fumba was dran. Ja, sind die machen wir nochmal drauf Spaß. Letzte Viertelstunde, sag jetzt mal so. Schillhaut, oder sehr gut Spiel macht. Also aber zum Gjordler. Jotlo, Stillhaut, nochmal zum Adamu! Und den da vorne mal zum Start. Eckball, zumindest die letzte Aktion von der Partie, nochmal die Haue. Stergio, Fasli, Stillhaut, Jotlo, verzieht! Wie das auch sie, Partie in IBF Lemia, mit knapp, endlich auch verdient, 3 zu 2. Also den Mannschaft der Bella ist immer, ist Platz Nummer 3, IB und Barcelona vor, den 15. Punkt, den Servet und Zürich mit 10 Punkten jeweils Punkt liegt, den 7 Punkt mit Sion und Luzern, 8 der Platz Paduz und 9. Los Angeles und 10 Lugan. Danke fürs Zuhören, dem sage ich mal, haut rein!